Die Ranch von Juan Bernardo Bermeo liegt in der Nähe von Quito. Der Mann, der lange in Deutschland gelebt hat, ist in Ecuador die Nummer 1, wenn es um Problempferde geht. Doch bei seinem Hengst Goya stieß sogar er an seine Grenzen. Bis Tamme kam. Wenn 10 sehr gefährlich ist und 1 überhaupt nicht gefährlich ist, ich würde sagen 8, 9, 10 mit diesem Lusitano. Könnt ihr sehen, er versucht immer zu sagen, drohen. Ich bin stärker. Ja. Zu drohen. Obwohl Juan sich mit Pferden sehr gut auskennt, kam er nicht mehr an das aggressive Tier heran. Verzweifelt hatte er Tamme um Hilfe gebeten. Wir hoffen und ich hoffe, dass Tamme keine Probleme mit ihm haben wird. Aber ich glaube, Tamme mit seiner Präsenz wird es schaffen. Ein anderer vielleicht nicht. Gut festhalten. Jetzt geht's an die Gefahrenquelle ran. Ich nehme bloß die 2 schwierigen Punkte raus. Goya ist aggressiv. Aber Tamme, was er gemacht hat, er hat sich diese Etikette weggemacht und hat vielleicht in die Seele von dem Pferd reingeguckt, hat er mit Goya wie Zauber gemacht. Der Pferdeflüsterer aus Ecuador ist immer noch schwer beeindruckt. Heute hofft Juan, dass Tamme seiner Stute helfen kann. Aggressiv ist sie nicht, dafür jedoch extrem scheu. Was ich jetzt mache, ein bisschen spielen. Und ihr mit Spielen versuchen, dass sie Halsbewegung macht, ein bisschen Hinterbeine bewegt, ein bisschen runterguckt, ein bisschen allein läuft. Weil, wie ihr seht, sie läuft nicht so viel. Okay. Ich möchte, dass sie sich ein bisschen bewegt, dass sie wieder Confidence mit den Menschen hat. Beziehung. Damit sie sagt, ja, eine schöne Beziehung, Vertrauen hat, ja. Hast du gesehen, ich bin zu ihr gekommen und sage, nein, ich möchte nicht. Menschen nicht, Menschen nicht, Menschen noch nicht. Deswegen versuche ich immer, wenn sie zu ihr komme, ich gebe ihr 3, 4 Versuche, um ihr das hier um den Hals zuzubringen. Guck. Wieder. Sag, nein, arbeit nicht. Das erste Spiel, das ich mache, ist hinterherlaufen. Hinterherlaufen, bis sie ruhig. Manchmal kriege ich das nicht. Manchmal das Spiel endet hier. Hinterherlaufen 10 Minuten, tschüss. Vergebene Liebesmüh, meint der Knochenbrecher. Jetzt warte ich hier, bis sie alleine wieder zurückkommt. Und dann versuche ich, mit ihr zu arbeiten. Wenn ich das nicht kriege, muss ich morgen weitermachen. Aber ich glaube, sie will wieder zurückkommen. Jetzt versucht Juan, sie mit Worten zu locken. Hier ist Ali, sein Freund. Seine Familie. Guck, hallo. Und ich warte hier ein bisschen. Das kann Juan ja gerne machen, doch Tamme hat heute noch was anderes vor. Und deshalb redet er jetzt Tacheles. Wie alt bist du jetzt? Fast 40. Ja, wie war das in der Disco? Wenn du eine Frau erobern wolltest, dann bist du zu ihr hergelaufen. Und wenn sie geschaut hat, hast du ihr den Rücken zugedreht. Und, hat gesagt, ich und damit hat sie dreimal zu sich gesagt, hallo, spinnt der Typ. Und dann wirst du interessant für sie. Geh einfach zu dem Pferd hin und dreh dich ein bisschen ab, ein bisschen schräg, einfach weg. So, als wenn du gar nichts mehr von ihr willst. Sollte es tatsächlich so einfach sein? Juans Methode hat nicht funktioniert. Jetzt probiert er es mit der Knochenbrechertaktik. Siehst du? Auf einmal guckt das Pferd zu ihm. Das Pferd macht sich jetzt Gedanken. Merkst du das? Jetzt lässt das Pferd dich nicht mehr aus dem Auge.
Tamme spürt, dass das Pferd jetzt soweit ist. Mit einer Handbewegung lockt er es zu sich. Komm mal näher. Du musst ihn also zum Kopf legen. So, und jetzt kannst du einfach bei uns sagen, es passiert nichts. Leg mal einen Halfter an. Was Juan in einem Jahr nicht geschafft hat, ist Tamme in wenigen Minuten gelungen. Dank ihm hat die Stute jetzt Vertrauen. Für Lehrling Anton keine große Überraschung. Ich sag mal, was ich beim Tamme lerne, ist halt auch viel im Pferd zuzusehen und einfach vom Pferd zu lernen, wie ich mit dem Pferd umgehen muss und nicht wie die anderen wollen dem Pferd dann quasi was aufdiktieren, dass die mir das quasi nehmen einfach irgendeine Medizin, haben keine Ahnung von, ob das dem Pferd wirklich gut tut. Und Tamme ist ja mehr so der Typ, der dann halt guckt, was die Natur den Pferden gibt oder was sie in der Natur haben. Und was ihnen auch hilft, aber einfach nur durchs Beobachten, das ist halt ganz besonders, dass der Tamme einem das beibringt. Jetzt wird eingerenkt. Denn die Scheu war nicht das einzige Problem von Juans Sorgenkind. Verschobene Gelenke bereiten ihm große Schmerzen. Doch kaum sind die wieder eingerenkt, geht es der Stute sofort besser. Siehst du? Das ist eine Blockade gelöst. Ja, ja, ja. Und auf einmal macht sie. Oh. Wie, danke. Ja, ich habe wie gespürt, dass sie gesagt hat, danke, ich hatte hier wie ein Schmerz oder eine große Tasche hier hinten. Und jemand ist gekommen und hat die Tasche weggekriegt. Guck, das kann ich. Nach Tammes Behandlung ist die Stute wie ausgewechselt. Ihre Angst ist weg und sie läuft wieder rund. Eine Verwandlung, für die Juan dem Ostfriesen einfach nur dankbar ist. Das Wort, was ich sagen könnte, ist schön. Ästhetisch, ich weiß nicht, ich habe keine viele Wörter auf Deutsch zu sagen, aber was ich gesehen habe, Tamme benutzt die Information vom Pferd, um denselben Pferd besser zu machen. Du siehst den Pferd an, es läuft ja jetzt ganz anders durch. Ja, es läuft ganz anders durch. Und das ist für das Pferd jetzt die Anspannung. Es fällt ein Riesenhaus weg, ein Stein vom Herzen, verstehst du? Ja, wie du? Die Rücken sagt und weg. Und auf einmal wirst du kaputt. Oh, hat das gut getan. Wie nach der Massage. Ja, genau. Es tut gut und nach der Massage kaputt. Musst du Stunde schlafen. Das ist genau, was ich versucht habe, in diesem ganzen Jahr mit dir zu machen. Dass die Stute sich kein Halfter anlegen lassen wollte, hatte auch damit zu tun, dass sich Halswirbel verschoben hatten. Tamme macht die Muskulatur wieder geschmeidig und zeigt Juan, wie es funktioniert. Alles gut. Er kann es immer besser. Immer ein bisschen mehr. Jetzt dreht er den Kopf noch. Ja, und hat in drei sich Tagen bewegt, wird er den Hals so drehen. Weil dies ist noch alles sehr fest in der Muskulatur. Alles ja. Wird gut. Sie versucht nicht mehr wegzulaufen, gar nichts. Das ist kaum, vielleicht hier, es hat keinen Stress mehr hier in dieser Muskulatur, hat keinen Stress mehr hier, hat keinen Stress mehr hier drin im Kopf. Ich bewege mein Maul. Das Pferd signalisiert euch, hallo, das gefällt mir aber ja wirklich geil heute, das ist ja ein Kram. Und dann, wenn man dran ist, nicht so vorsichtig, ein Pferd will geschüttelt werden, ein Pferd will hier volle Kraft gucken. Jetzt lässt er die Ohren hängen. Jetzt wird es an, schön zu werden. Wenn wir grün und blau werden, das liebt das Pferd. Nein, hallo Kumpel. So, hallo. Ist mein Hiesin, ne? Jawoll. Guck, und das ist das Schöne eigentlich an meinem Job. Ich bespreche beschissen Englisch. In Frankreich habe ich es auch probiert mit den Franzosen. Das Spanische geht auch schon zur Begrüßung und Tschüss und wieder und weg. Aber egal, wo ich auf der Welt bin, wir sprechen eine Sprache, ne? Welche Sprache? Liebessprache? Die Pferdesprache. Der Stute geht es wieder gut. Jetzt können Tamme, Anton und Marco ihre Reise fortsetzen.